Thank you.
Thank you.
Okay, willkommen zurück. Das waren 150 Kilometer auf dem West Highland Way in Schottland. Das erste Mal für mich sowohl in Schottland als auch in der UK. An dieser Stelle will ich noch ein bisschen über den Wegverlauf, meine Vorbereitung und die Dinge reden, die mir unterwegs so aufgefallen sind, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen hilft, der diesen Weg auch gehen möchte. In Glasgow startet der Weg in einem Vorort namens Mulgay und führt dann 150 Kilometer durch die schottischen Highlands bis nach Fort Williams. Das Besondere an Schottland ist der sogenannte Scottish Outdoor Access Code, der es einem als Wanderer erlaubt, sein Zelt fast überall in der Natur aufzuschlagen, um dort für eine Nacht zu schlafen. In den meisten anderen Ländern der Welt ist das so nicht erlaubt. Für mich war das eine komplett neue Erfahrung und es bietet einem natürlich unglaublich viel Freiraum bei der Tourplanung. Ich habe deshalb im Vorhinein gar keine richtige Planung gemacht, wo ich an welchem Tag sein will oder wie viele Kilometer ich machen muss. Trotzdem habe ich mir diesen Wanderführer von Rota für den West Highland Way gekauft. Das Buch schlägt einen 12 Etappen vor, welche man individuell kombinieren kann. Benutzt habe ich die Etappenvorschläge zwar nicht, ich fand das Buch aber trotzdem ganz interessant, da es einem auf den ersten ca. 60 Seiten ein bisschen Hintergrundinformationen zum West Highland Way gibt und zu Schottland allgemein. Letztlich waren meine einzigen Überlegungen die, dass ich den Weg in 6 bis 8 Tagen laufen will und dass ich wenigstens einmal auf einen Campingplatz will, um dort duschen zu können. Ich startete also in Mulgay, von wo aus der Weg erst durch einen Stadtpark und später entlang von Weide- und Ackerflächen führt. Auf dem Weg begegnen einem immer mal wieder sogenannte Honesty-Boxen. Das sind Behälter mit Essen und Getränken, die man sich herausnehmen kann, und einer Vertrauenskasse, in der man sein Geld reinwirft. Die besonders schönen Modelle sind in Form einer alten Telefonzelle gestaltet. Manchmal findet man aber auch nur eine Kühlbox mit kalten Getränken. Generell sind die Honesty-Boxen nur sehr unregelmäßig aufgestellt und man sollte sich nicht unbedingt drauf verlassen, dass sie immer vorhanden oder gefüllt sind. Man freut sich aber umso mehr, wenn man dann nach langer Zeit doch mal wieder eine findet. Besonders empfehlen kann ich diese hier. Kauft euch da unbedingt einen der Granola-Bars. Der, den ich dort hatte, war mit Abstand das Leckerste, was ich auf dem gesamten Weg gegessen hatte. Ja, nach einer Weile geht es dann einen Wald leicht bergauf, vorbei an weiten Schafsweiden und rauf zum ersten Aussichtspunkt der Tour, dem Conic Hill, von wo aus man bereits einen großartigen Blick auf den Loch Lomond hat. Der wird euch auf der Tour auch lange Zeit begleiten, denn der See zieht sich extrem lange. Er ist zwar auch wirklich wunderschön, aber jeder, der den Weg geht, wird euch bestätigen, dass man gefühlt ewig an diesem See langläuft. Für mich ging es aber erstmal auf einen nahegelegenen Campingplatz in Milarochi, denn weite Teile des Loch Lomonds liegen in einer sogenannten Camping Management Zone. In diesen ist das Wildcampen aufgrund des starken Touristenaufkommens ausnahmsweise nicht erlaubt. Für mich war es das erste Mal, dass ich auf einem Campingplatz gezeltet habe und ich würde sagen, der Platz ist soweit ganz in Ordnung. Die Duschen sind nicht gerade der Hit, aber ansonsten ist es ganz nett gemacht. Der zweite Tag ging dann immer am See entlang. Ab und zu kommt man auch an solchen Kieselstränden vorbei oder man läuft über schmale, urige Pfade durch den Wald. Eigentlich eine ganz schöne Etappe. Irgendwann bin ich dann wieder aus der Managed Camping Zone rausgekommen und am frühen Abend eher durch Zufall an der Rochi Booty vorbeigekommen. Eine unbewirtschaftete Steinhütte, urig und verwunschen, mitten im Wald gelegen. Die Hütte war sehr sauber und sonst war keiner dort, also beschloss ich, meine zweite Nacht dort zu verbringen. Am dritten Tag ging es weiter den See entlang. Im Vorhinein hatte ich irgendwie die Vorstellung, dass der Weg hier sehr leicht zu gehen sei, da es ja am See entlang geht und daher alles sehr flach sein müsste. Das ist allerdings überhaupt nicht der Fall. Es war ein ständiges Hoch und Runter über Steine, Felsen und Wurzeln. Im Nachhinein würde ich sagen, dass dieser Part der anstrengendste der gesamten Wanderung war. Irgendwann kommt man am Inversnaid Hotel vorbei, in der geneigte Wanderer etwas essen und trinken können. Es gibt auch extra Steckdosen, um seine Elektronik aufzuladen. Fast am Ende des Sees ist mir diese Gruppe Ziegen begegnet, die sich am Strand haben gut gehen lassen.
Danach geht es nochmal etwas bergauf, endgültig weg vom Loch Lomond, und man bekommt zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf die Highlands. Leider beginnt kurz dahinter bereits die nächste Managed Camping Zone, was aber kein Problem ist, denn wenig später kommt man zum Bane Glass Campingplatz. Der Campingplatz ist stark von West Highland Way Wanderern frequentiert und der Fokus liegt im Gegensatz zum vorherigen Campingplatz deutlich mehr auf dem Zelten und nicht so sehr auf Vans und Wohnwagen. Mit dabei ist eine bis spät abends gut besuchte Bar und ein Restaurant. Wenn man sich mit anderen Wandern austauschen will, ist hier definitiv die beste Gelegenheit dazu. Insgesamt ein sehr schöner Campingplatz, hat mir nochmal deutlich besser gefallen als der erste. Die Duschen sind so mittelmäßig. Am vierten Tag ging es erstmal lange über weite und schöne grüne Felder. Weiter bergauf durch ein kleines Wäldchen, unter einer alten Bahnbrücke hindurch und weiter durch grasgrüne Teletubby-Landschaften. Danach über immer schmalere Pfade durchs Moor und offene Wäldchen bis nach Tyndrum. Dort gibt es wieder einen Campingplatz. Den wollte ich zwar nicht besuchen, dafür aber den Green Valley Shop. Eine Art Tankstelle-Universalshop, der bei den West Highland Way Wanderern sehr beliebt ist. Der Shop ist ganz cool, weil er gefühlt von allem irgendwas hat. Lebensmittel, Getränke, Eiscreme, Arzneimittel, Spielzeug, Souvenirs, sucht euch was aus. Danach ging es noch ein Stück weiter entlang von Bahnschienen und leider auch einer großen Autostraße. Dafür aber mit fantastischem Blick auf den Dorain. Als es langsam spät wurde, machte ich das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, und schlug einfach irgendwo an passender Stelle neben dem Weg mein Zelt auf. Am nächsten Morgen ging es ein Stück über geschotterten breiten Weg bis nach Bridge of Orkney. Dort gibt es ein Hotel mit Restaurant, in dem ich mich erstmal mit Kaffee und Kuchen verköstigte. Auch dort trifft man immer wieder auf andere Wanderer, die man in den letzten Tagen auf dem Weg getroffen hat. Anschließend geht es etwas bergauf zu einem kleinen Hügel mit Aussicht auf den Loch Tulla und die umgebenden Berge. Es geht wieder bergab und weiter in den für mich schönsten Abschnitt des ganzen Weges. Diese lange Wegstrecke zwischen Inveroran und Kingshouse Hotel. Eine überwiegend flache Moorebene mit ewig weiten Blicken ins Nichts, völlig unberührt von irgendwelchen menschlichen Einflüssen. Als ich dort ankam, war es bereits recht spät und außer mir schien niemand mehr unterwegs zu sein. Die Stille und Abgeschiedenheit an diesem Ort empfand ich irgendwie als besonders. Ich entschloss mich dort auch die Nacht zu verbringen. Etwas abseits des Weges fand ich diese alte Ruine. Dort schlug ich mein Zelt auf. In der Nacht wachte ich das erste Mal auf, da mir etwas zu kalt wurde. Der Quilt, in dem ich schlief, ist mit einer Komforttemperatur von 5 Grad Celsius angegeben. Doch in dieser Mainacht war das offenbar nicht genug. Solltet ihr auch in dieser Zeit gehen, empfehle ich euch daher, etwas mehr Puffer einzuplanen. Ich denke, ein Schlafsack bis ca. 0 Grad Celsius Komforttemperatur sollte genug Reserven haben. Der nächste, sehr sonnige Morgen führte mich weiter durch die einsame Moorlandschaft, bis es mich irgendwann auf eine Straße führte. Ich machte einen Abstecher ins Glencoe Mountain Resort. Dort gibt es eine Kantine, in der ich frühstückte und meine Akkus aufladen konnte. Weiter ging es vorbei am Kingshouse Hotel mit Blick auf den malerischen Stop Derek. Der Weg führt dann weiter entlang der Autobahn, dafür aber immer mit Blick auf malerische Berge. Irgendwann macht der Weg eine Biegung und es geht zu einem Anstieg, über den ich zuvor schon einige Wanderer hatte reden hören. Die Devil's Staircase, die Treppe des Bösen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas enttäuscht war. Weder gibt es irgendwelche Treppenstufen, noch war der Weg besonders gefährlich oder besonders anstrengend. Es ging einfach nur 250 Meter im Zickzack den Berg hinauf. Also da muss wirklich keine Angst vor haben. Oben angekommen hat man dann aber nochmal einen schönen Ausblick. Man geht etwas am Berg entlang, kommt in ein Waldstück und landet dann irgendwann in King's Loch Leven. Dort hat man dann alle Möglichkeiten. Es gibt Hotels, Hostels, Supermärkte, Bäcker und auch einen kleinen niedlichen Campingplatz, ausschließlich für Zelte. Zu dem Campingplatz ist zu sagen, dass er die mit Abstand besten Duschen hatte, womit er automatisch alle anderen Campingplätze locker aussticht. Leider gibt es dort auch die recht nervigen Midgets,
winzig kleine Stechmücken, die einen zu Hunderten verfolgen. Ich hatte zum Glück ein Mückennetz für den Kopf dabei, welches nun noch das erste Mal zum Einsatz kam. Am siebten und letzten Tag ging es dann nach Fort Williams. Dafür läuft man zuerst durch einen Wald, welcher sich dann immer weiter ausdünnt, je weiter man nach oben kommt. Dort läuft man dann durch dieses ewig lange und weite Tal, in dem es nichts gibt, außer Schafe und andere Wanderer. Es geht weiter einen Bogen um den Berg herum und wieder in zunehmend bewaldetes Gebiet. Hier fing es für mich nun tatsächlich das erste Mal an, richtig zu regnen. Ich ging also zügigen Schrittes weiter, das Ziel schon fest vor den Augen. Und da ist es, das originale, offizielle Ende des West Highland Ways. Irgendein Marketingmensch hat sich aber noch überlegt, dass man die ganzen Wanderer irgendwie noch durch die Touristraße von Fort Williams leiten muss, weswegen es neben dem alten Ende noch dieses neue Ende hier gibt. Und das war der West Highland Way. Aber neben Fort Williams liegt der Ben Nevis, der höchste Berg Schottlands und der UK. Ich entschied mich, diesen auch noch hochzusteigen. Ich wählte dazu die sogenannte CMD Route, die etwas anspruchsvoller, dafür aber auch deutlich weniger überlaufen ist als die Touri-Route. Ich startete gegen 10 Uhr am Fuße des Berges. Es ging durch einen schönen Wald und weiter über diesen Zaun her und dann aufs offene Gelände. Man läuft lange Zeit diesen grünen Berg hinauf. Es war zwar trocken und teilweise sonnig, aber der Weg war trotzdem an vielen Stellen matschig und nass. Hier der erste Gipfel, von wo aus man den weiteren Verlauf des Weges sehen kann. Ich ging über diesen Grat weiter bis zum Ben Nevis. Die Wetterverhältnisse dort oben können sich übrigens ständig ändern. Mal kann alles voller Nebel und Wolken sein und schon 2 Minuten später hat man wieder glasklare Sicht. Wenn man gute Sicht hat, ist der Weg aber nicht gefährlich und durchaus gut machbar. Oben angekommen kriegt man allerdings erstmal einen Schock. Die Stille wird abgelöst von Heerscharen von Menschen, die von der Touristenroute nun ebenfalls auf den Gipfel treffen. Auf den Bildern kommt es nicht wirklich rüber, aber es waren sehr viele Leute dort oben. Aber immerhin, für einen Moment war ich die höchste Person in UK. So, und das war alles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bedanke mich, dass ihr dabei wart.